Hallo bei der Wanderimkerei Kolbe. Ich möchte jetzt nur mal schnell noch hier von den Drohnenvölkern, die auf den Routen gehen, was das eigentlich auch für eine wirklich tolle Linie ist. Sehr, sehr brutstark, extrem sammeleifrig. Also es sind jetzt schon das dritte Mal, dass die Honigräume vollgetragen haben. Ich muss fairerweise sagen, durch die Kälte habe ich die erste richtig starke Honigzarke gleich weggenommen, habe sie in den Wärmeraum gestellt. Dann habe ich nochmal zwei richtig stark antragen lassen, habe die weggenommen und jetzt sind sie mit drei Aufsätzen wirklich schön dabei. Man sieht hier auch, sie bauen auch unwahrscheinlich schön die Mittelwände aus. Die Jungbienen hat schön nach oben gedrückt und wie man hier sieht, ich möchte einfach auch nur nochmal zeigen, wie schön ruhig die sind. Die sind jetzt hier gerade bei Volltracht, und aber zeitlich komme ich nicht anders dazu. Habe auch hier an der rechten Hand ein kleines Handicap, so dass wir jetzt gucken müssen, dass wir gut durchkommen. Aber man sieht hier auch immer noch wirklich starke Bruttafeln. Ich möchte auch meine Drohnenwabe sehen. Ja, auch da Holz auf Holz durchgebrütet. Sitzt jetzt hier auf 7 Waben. Bleibt auch schön in ihren Schiedbereich. Das sieht man sehr gut dran. Die Mittelwand hinterm Schied ist fast überhaupt nicht, ganz kleine Ecke, überhaupt nicht angetastet. Und wenn das Volk natürlich so schön geführt ist, dass es auf diesem Brutbereich sitzt, den Brutbereich schön durchbrütet und die Jungbienen so schön nach oben durchdrückt, hat man auch hier überhaupt kein Problem mit irgendwelchen Schwarmzellen. Sie ist auch sehr, sehr schwarmträge. Ja, auch wenn man hier die Waben anguckt, man sieht nicht mal in Spiernapf oder irgendwas. Wunderschöne Brutanlage. Und gerade in so einem Jahr wie diesen, wo allerwärts man hört, dass alles Schwärme abgehen und dann die Bienen hier mit so einem Druck sieht, was die Völker dastehen. Ja, wirklich schön geschlossenes Brutnest. Jetzt steht sie hier im Vollraps, da wird es auch mal ein bisschen Pollen reindrücken. Aber ich sehe auf dem Waben immer noch, dass sie schön frisch durchbrütet, junge Brut, sie ist nicht total verpollt und nimmt auch die gesamte Breite wirklich schön ein. Also wir haben jetzt hier keine ausschließlich reinen Pollenwaben. Sondern wirklich schön die Waben. Ja. Okay, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.